Es ist so ein sogenanntes Pilotprojekt, das wir mal hier jetzt ausprobiert haben. Und ich finde es wichtig, dass man das noch einmal macht, bevor die Schülerinnen und Schüler aus der OS-Klasse kommen. Das ist jetzt eine 11H hier. Und finde es wichtig, dass sie noch einmal etwas zur Mundhygiene gehört haben, weil sie ja vielleicht 3 Jahre jetzt schon nicht mehr von der Schulzahnprophylaxe-Assistentin gehört haben. Und ich finde es einen wichtigen Aspekt, dass man auch weiß, dass die Zähne etwas Wichtiges sind und dass es nicht nur um den Körper oder um andere Sachen geht, sondern eben auch, dass Zahnhygiene wichtig ist für das ganze Wohlbefinden eines Menschen. Voilà. Ich wollte einfach, dass sie etwas daraus gelernt haben, dass sie etwas mitnehmen, dass sie sich Gedanken darüber machen, was sie erzählt haben, dass es gleich wichtig ist, also eine gute Mundhygiene zu haben. Dass Limonade, dass Zigaretten, das Nikotin, das Snus, alles das wirklich ihnen bewusst ist, was das für Folgen kann haben. Und das wollte ich ihnen mitteilen und ich hoffe, ihr habt das gemacht. Was glauben Sie, haben Ihre Schülerinnen und Schüler von dieser Schulstunde jetzt mitgenommen? Welche Informationen, Erfahrungen, vielleicht Erinnerungen haben die jetzt verinnerlicht? Es gibt sicher gewisse Sachen, die sie mitgenommen haben, wie zum Beispiel eben das Getränke, auch Zero-Getränke oder zum Beispiel diese bekannte Red Bull-Getränke, dass die viel Zucker haben und dass die auch nicht gesund sind, weil sie viel Säure haben. Das sind so Getränke, die sie sehr viel konsumieren in diesem Alter. Und sicher auch, was das Snus betrifft, Tabak, Nikotin, dass das eben auch schädlich ist, nicht nur für die Zähne, sondern auch das Zahnfleisch, dass sie auch sehen, dass da wirklich etwas passieren kann. Denke ich, gibt Ihnen noch so einmal dass Sie sich noch einmal überlegen, was so passiert, was alles Einfluss haben kann auf die Zähne.